Hallo und herzlich willkommen zur SAK-TV-Reportage, liebe Zuschauer. Wir sind heute bei Holl Elektrotechnik unterwegs und hier hat auch Check & Work seine Büros. Ein jüngeres Start-up vom Handwerk zum Handwerk. Und was es genau damit auf sich hat, das erzählt uns jetzt der Martin. Also los geht's! Ja, Check & Work ist eine Kooperationsplattform, stammt aus dem Handwerk und soll letztendlich Auftragsspitzen und Großaufträge in Zeiten von Fachkräftemangel dienlich sein, indem Kollege A sich mit Kollege B über die Kooperationsplattform matcht und entsprechend dann Kapazitäten hat, die er am freien Markt aktuell eigentlich nicht mehr bekommt. Cool. Und ihr seid ja hier auch schon wild am Arbeiten. Wie habt ihr euch denn eigentlich gefunden, so als Team? Gut, das ist, wir sind ja zu dritt, wir haben ja zu dritt gegründet. Mein Bruder, mein Zwillingsbruder, um genau zu sein, Markus Holl, der ist ja nach wie vor bei Holl Elektrotechnik Betriebsleiter. Und der dritte Part, der sitzt ja hier rechts von mir, das ist Marcel Jäger, ein Freund von uns. Hi! Und ja, wir haben uns eigentlich durch unser Studium, weil man muss dazu sagen, wir zwei haben es leider nicht zum Meister geschafft, wir sind nur Ingenieure. Mein Bruder, mein Vater, die sind Meister. Und ja, wir haben Studium beim Praxissemester in Stuttgart bei einem Automobilhersteller. Da haben wir uns wieder kennengelernt. Die drei Gründer ergänzen sich perfekt. So arbeiten Marcel und Martin an der Plattform Check & Work, während Markus im elterlichen Elektrobetrieb die Geschäfte führt. So kann er seine Erfahrung aus der täglichen Handwerksarbeit in das Startup einbringen. Die Verbindung zu seinem Bruder Markus war für Martin auch der Grund, warum er nach mehreren Stationen in der Industrie wieder im Handwerk gelandet ist. Und ich habe die Schnapsidee bekommen, hey, warum eigentlich nicht studieren gehen? Weil das war ja so in den Köpfen aller drin, lasst dein Sohn, deine Tochter, deine Kinder, lass es studieren gehen, ja, und so weiter und so fort. Und bei uns in der Familie gab es das noch nie. Wie gesagt, da geht es immer eigentlich über den Meister hin, so Selbstständigkeit im Handwerk. Und ich habe gesagt, hey, komm, just for fun, ja. Ich habe da Bock drauf, ein Ingenieurstudium zu machen. Und ja, und dann mit dem Praxissemester bei Porsche in Stuttgart, ja, das ist halt schon eine ganz andere Welt gewesen. Das war phänomenal genial. Ja, man hat verdammt viel gelernt. Das Produkt ist ja natürlich Leidenschaft pur. Ja. Also ob ein kleiner Junge oder ein alter Opa, die Silhouette von einem neuen Elfer, die kennt jeder. Das ist Leidenschaft pur. War eine mega Erfahrung für mich. Trotzdem muss ich sagen, ist es Industrie. Und Industrie ist für mich so der Nachteil, du hast immer einen Standort, wo du hingehst oder in der Regel, ich meine klar, Porsche hat noch andere Standorte, wenn wir jetzt kleinkariert denken, ja, da kannst du auch hinwechseln, aber du bist immer so in deinem Gefüge da drin und stichst da morgens ein, abends wieder aus, ja, gehst rein, raus. Das ist zwar mega interessant, du kannst mega viel lernen, aber für meinen Typ, Mensch, trotzdem nicht das, weil ich persönlich die Selbstständigkeit immer am wertvollsten fand, wo du dich selbst verwirklichen kannst auch. Und dementsprechend bin ich dann ja noch über die BASF als Chemiekonzern danach gegangen, habe da auch noch Erfahrungen gesammelt und dann hat es mich zurückgezogen ins Handwerk, weil ich konnte immer schön auch vergleichen zwischen mir und meinem Bruder. Mein Bruder, typische Handwerkskarrierelaufbahn, bei mir einfach mal komplett so über das Studium, über verschiedene Industrien noch kennengelernt. Ganz wertvolle Erfahrungen auch gesammelt, bin ich mega dankbar für. Aber trotzdem hast du immer so reflektiert, ja, was macht dein Bruder? Welche Verantwortung hat er schon? Ich hatte zwar als Wirtschaftsingenieur, vor allen Dingen auch in der BASF später, eine sehr gute Verantwortung gehabt, aber trotzdem ist die Selbstständigkeit noch was anderes. Und das ist genau das, was ich halt immer wollte. Jetzt hast du uns ja gerade so einen kleinen Einblick gesagt. Worauf können wir uns denn noch so freuen? Was habt ihr noch so für Projekte? Was steht noch so an? Gut, also ich sag mal, grundsätzlich Check & Work ist natürlich der Hauptfokus, die Kooperationsplattform und die zentralen Auftragsgeschäfte deutschlandweit. Aber wenn man jetzt zum Beispiel mal hier guckt bei Marcel, was der gerade macht, das gibt auch so ein Highlight, glaube ich, dieses Jahr. Das ist zum ersten Mal, bringen wir das Ganze raus. Das wird unser Check & Work Magazin geben, das dann an alle Mitglieder geht und vor allen Dingen digital noch eine ganz andere Reichweite erfahren wird, nämlich wir haben ja Influencer auch bei uns als Mitglieder wie Sunny Roofer, Wandprofi und so weiter, die sind ja YouTube und überall mega gut aufgestellt. Das wird auf jeden Fall ein Highlight, wo sich, glaube ich, die Mitglieder richtig drauf freuen können. Da gibt es ein richtig geniales Magazin und ja, in dem Magazin sind natürlich auch so alte Aktionen dabei. Wenn ich jetzt hier auf den Schreibtisch gucke, da passend zu Corona hat mir mit der IKK Südwest eine schöne Maskenaktion, die dann die Mitglieder bekommen haben. Das war sehr gut angekommen und was aber auch sehr, sehr genial war und da sieht man auch natürlich,
dass Checken Work Mitglieder nicht nur Mitglieder sind. Ja, wir sind immer mehr dabei, die Partner zu nennen, weil von der Community aus die Anfrage kam, könntet ihr nicht irgendwelche Art von Aufkleber produzieren lassen, die wir uns auf die ganzen Fahrzeugflotten kleben. Und das ist natürlich, wo du merkst, hey, du klebst ja nicht einfach auf deine Flotte irgendeinen Aufkleber von irgendjemandem drauf. Ja? Und wenn es von denen noch kommt, das war eine mega geniale Aktion. Und von solchen Aktionen stehen in Zukunft noch einige auf der Agenda. Unter anderem planen Martin und seine Kollegen ein Grillfest mit der Check-and-Work-Community. Das klingt auf jeden Fall richtig cool. Da haben wir einiges, worauf wir uns freuen können. Ich würde sagen, wir sehen uns da beim Grillfest wieder. So machen wir es, ja. Das war's auch von uns, liebe Zuschauer. Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.